Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Pokémon Sonne. Wir sind jetzt hier im Ätherparadies. Na, Sunny, lass das. Und es wird vermutet, dass sich hier. Ja, Lily aufhält. Und wer bist du jetzt? Was ist das für ein Aufruhr da hinten? Erstmal zu dir. Willst du nochmal das Lily zurück? Nein? Wo da hinten? Kann ich hier auch wieder so? Schade, ich hätte gedacht, jetzt kommt auch wieder diese Überkipp-Animation. Okay, ich kann hier kein Pokémon rufen. Also diese Information wollte ich schon mal ganz fix haben. Oh. Eindringling! Ich werde dich zermalmen, koste es, was es wolle! Okay. Jeder Foundation-Personal fordert dich heraus. Okay, mein Name ist Vulpix. Okay, Knogger. Oder lieber. Nee, mein Dithea. Ist mir da lieber. Knogger an sich ist. Ja, genau deswegen. Hätte ich Knogger reingeholt, hätte ich damit jetzt auch ein Problem. So. Na gut, Blütenwirbel. Tiefschlag. Ich finde es cool, dass bei Tiefschlag jetzt so, die Ausführung der Attacke dann so angedeutet wird von meinem eigenen Pokémon. Und Tiefschlag halt dazwischen greift. Wolfrock 39. Viscagott, das ist die zweite. Vulpix könnte das eventuell sogar deichseln. Auf geht's, Vulpix. Ja, das könntest du deichseln. Dank der seines Evoliten. Na komm. Regentanz. Regentanz. Ja, es kommt drauf an, was du denn für eine Fähigkeit hast, ob das dir dann von Nutzen ist oder nicht. Und nochmal. Zack. Aber wir machen trotzdem massiv wenig Schaden. Dreschwickel. Ja. So viel Schaden macht das nicht. Hey, Vulpix gewinnt ihr erstes Battle hier auf der Gebiet hier. Ich hatte gerade ein wenig Angst wegen der Paralyse. Aber wir sind glimpflich davon gekommen. So, Vulpix. Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich Evoli sage. Weiß auch nicht warum. So. Bodyguard. Nee, Bodyguard brauchen wir nicht. Knogger. Sehr schön. So. Oh. Mir war das ganze Ding hier schon nicht geheuer. Ich bin mal ganz ehrlich. Das habe ich ja schon gesagt, als ich da drauf war. Nur halt, wie weit das jetzt irgendwo sich jetzt hier auftut, das will ich halt gerne noch erfahren. Mir fällt gerade auf, dass fast mein komplettes Team weiblich ist. Außer Wolverock und eigentlich Knogger sollte auch männlich sein. Aber es hat sich halt nicht anders ergeben. Achso, du. Achso, ich dachte schon, die kämpft gar nicht. Dann wollte ich jetzt mit dir interagieren. Na komm. Also dieses Logo gefällt mir irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, aber es erinnert mich so an eine Krone mit einem Zepter. Oder ein Dreizack. Also Dreizack ist es ja im Grundlinien, aber es erinnert mich halt so an eine Krone. Oder so ein. Ja. Terry Bug. Das Matchup möchte ich jetzt nicht haben. Ich schicke Knogger rein.
Theoretisch greifst du mit einer normalen Attacke an. Das könnte Knogger locker kompensieren. Brüller. Gut. Okay, Ditto. You can do this, Wandler. Flop. Hallo. Kraftschub. Okay. Schauen wir mal, was das Terrybug kann vom Gegner. Kampf. Es kann gar nichts. So wirklich. Egal, wir greifen es mit Knirsch an. Zack. Geht. Na komm, Ditto, dann machst du jetzt auch mal Heimzahlung. Das ist das Duell der Heimzahlung. Okay. Jetzt heißt es wie im Wilden Westen. Ditto hat den Kampf gewonnen. Wie im Wilden Westen hier der Kampf. So. Primarena-Rechte Level 41. Lumineon. Da wechseln wir. Da holen wir Mantidea rein. Wenn ich das Vulpix nicht so nachleveln müsste, würde ich den Petalay jetzt langsam gern ausschalten. Blütenwirbel. Wasserring. Aber langsam merke ich halt, dass ich doch überlevel. Ich glaube, ich mache den jetzt aus. Für die nächste, also für dieses Gebiet, Kapitel hier. Mach das erstmal aus. Denn wir haben Vulpix ja so oder so vorne und wenn, dann wird es ja ausgetauscht. Weil ich habe das Gefühl, ich überlevel langsam, deswegen. Nee, ich will das nicht. Machen wir mal ein bisschen aus. Hey, wir können uns wirklich vorbeischleichen. Wie? Ich wollte eigentlich das Item da hinten holen. Was ist denn los? Anscheinend können nur die Angestellten von Eta Foundation ins Untergeschoss gelangen. Damit hätte ich rechnen müssen. Es hat keine andere Wahl, wir müssen nach oben. Hätten nicht einfach einen Angestellten einfach quasi uns schnappen können? Ich bin Fabian, der einzige artige Regionalleiter der Eta Foundation und fraglos unbeherrlich. Was habt ihr hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das weißt du als Regionalleiter der Eta Foundation besser als ich. Also stell dich nicht dumm. Spucke fälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ganz schön frech, junger Mann. So ganz auf dich allein gestellt zu sein, hat dich offensichtlich abgehärtet, Gladio. Die kennen sich alle untereinander, habe ich das Gefühl. Aber von mir erfährst du nichts. Du kannst dir sicherlich denken, warum. Sunny. Weißt du, was mir am Trainerdasein gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Das ist, was du nicht sagst, wirklich süß. Das nennt man auch die letzten unüberwindbare Bastion des Äthers. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr. Malen sich Siegeschancen gegen mich aus. Dass ich nicht lache. Aber wenn ihr unbedingt drauf besteht, wir können gerne kämpfen.
Okay. Der Regionalleiter, also quasi das zweithöchste Tier hier drin. Mit einem eigenartigen Bart. Was? Der hat nur Hypno. Dann erwarte ich jetzt aber mal ein richtig gutes Level von diesem Hypno. Nein, es hat nicht ein richtig gutes Level. Psychokinese. Sollten wir eigentlich durchhalten einmal. Und wenn auch kein zweites Mal eingehen. Okay, Pokémon. Wer könnte eine Psychokinese wegstecken? Primarena. Okay, keine halben Sachen, würde ich sagen. Volle Kanne einfach drauf, wa? Hypnose. Als ob. In einem einzigen Hypno kriegst du gar nichts gebacken, mein Freund. Gar nichts. Na, war wohl nix, ha? Was? Was um alles der Welt? Wie konnte dieses Kind mich? Einfach sagenhaft, Sunny. Dabei ist Fabian doch so stark. Punkt, Punkt, Punkt. Also nochmal, also noch einmal. Stell dich nicht dumm. Spucke fälligst aus. Was hier los ist, Fabian? Ist ja schon gut. Auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet. Hab ich ganz schön zynisch gemacht. Hör auf zu analysieren, ich knall dir gleich nochmal so eine Genki Dama ins Gesicht. Aber gut. Wäre ich auf der Suche nach Cosmog, würde ich im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht, die Erschütterung neulich kam aus dem Untergeschoss gekommen? Was in einer Welt treibt ihr da unten? Das wüsstest du gerne wohl, wa? Was? Ich habe aus verlässlichen Quellen gehört, dass man dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine neue Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für kryptische Andeutungen. Schalte den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das der Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Ernsthaft macht er das? Sunny, Tully, sobald ihr bereit seid, geht's los. Ich hätte den Deppen mitgenommen. Seid ihr bereit? Nein, ich würde gerne nur meinen Pokémon auffrischen. Das sind meine Pokémon auffrischen. Nein. Okay, dann tun wir das eben fix. Dann ist mein Vulpix. So, dann auf jetzt. Ja, auf geht's. Das heißt, unten wird uns irgendwas erwarten, irgendwas Größeres. Es war mir klar, ich hätte den Typen mitgenommen. Irgendwas stimmt nämlich nicht. Er hat sich nicht viel verändert. Ist ja erst 2 Jahre her. Wow, sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Tully. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich der Gang zum Geheimlabor. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um Labor B, das am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Warum kannst du nicht
Warum kannst du dich nicht hier überhaupt... Wieso kennst du dich überhaupt hier aus? Sei auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon den halben... halbe Belegschaft davon erzählt hat. Das Gefühl, dass ich ich werde ignoriert. Aber anscheinend bekommt es Gladio nicht mit Angst zu tun. Hey Sandy, das habe ich für dich. Du hast nur Sachen für uns. Top Leber. Okay, das nehme ich gerne. Lili braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh ja, und das sagt der, der da drei Jahre zu spät kommt, oder was? So, gibt es hier eigentlich noch irgendetwas anderes? Nee. Frage ich mich, ob wir in die anderen Türen auch noch reinkommen. Aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. Denn ich weiß nicht, ob es jetzt eine größere Sache wird. Also, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ciao, ciao.